Die Hypoalpe Adria wird 1896 als Landeshypothekenanstalt gegründet. Im selben Jahr übrigens findet der britisch-sansibarische Krieg statt. Das ist der kürzeste Krieg in der Weltgeschichte. Er dauert genau 38 Minuten. Die Hypo wird ein bisschen älter, sie wird 118 Jahre alt. Anfang der 1990er Jahre ist die Hypoalpe Adria fast pleite. Sie überlebt nur dank einer Haftung des Landes Kärnten. Schon damals sind notleidende Kredite schuld. 1992 ist ein sehr wichtiges Jahr für die Hypoalpe Adria. Damals kommt der 38-jährige Raiffeisenbanker Wolfgang Kulterer in die Bank und wird ihr Chef. Ja, und eben unter diesem Wolfgang Kulterer beginnt die große Expansion der Hypo. Erst geht es nach Italien, Serbien, Kroatien wird zum größten Markt. Aber es geht auch weiter nach Mazedonien und Montenegro und dergleichen. Kulterer ist bei der Auswahl der Geschäftspartner nicht zimperlich. Es befinden sich alle möglichen Leute darunter, sogar Waffenhändler werden finanziert. Zudem nutzt der damalige Landeshauptmann Jörg Haider die Hypo für die Finanzierung diverser Geschäfte. Darunter befinden sich auch Ölgeschäfte mit Libyen. 2005 begibt das Land Kärnten eine Wandelanleihe, 500 Millionen Euro. Die dient als Vorgriff für den geplanten Börsengang. Das Geld kommt in den Zukunftsfonds des Landes. Daraus werden diverse Projekte finanziert, die im öffentlichen Interesse stehen, wie zum Beispiel ein Stück vom Choralmtunnel. 2006 kommen dann erstmals negative Entwicklungen in die Öffentlichkeit. Die Hypo hat schon 2004, also schon zwei Jahre vorher, riesige Verluste mit Spekulationen gemacht. 328 Millionen gehen verloren. Daraufhin muss Wolfgang Kulterer den Hut nehmen. Er zieht aber als Aufsichtsratspräsident weiterhin die Fäden in der Bank. Der Börsengang, der ist unter diesen Umständen nicht mehr möglich. Doch Jörg Haider hat schon die nächste Idee. Er verkauft die Mehrheit der Bank an die Bayerische Landesbank. Sie legt 1,6 Milliarden Euro auf den Tisch. Die Bank wird nun von Thilo Berlin geführt. Leider bricht im Herbst 2008 die Finanzkrise aus und auch das Kartenhaus Hypoalpe Adria beginnt langsam zusammenzubrechen. Ende 2008 muss erstmals der Staat einspringen und 900 Millionen Euro in die Bank einzahlen. Die Notenbank sieht darin kein Problem, sie stuft die Hypoalpe Adria als nicht distressed, also nicht notleidend, ein. In dieser Tonart geht es weiter. Die Hypo baut eigentlich nur noch Verluste. Den Bayern wird das langsam zu viel, sie werden nervös und entscheiden dann irgendwann, dass sie die Bank lieber abgeben wollen. Die Republik Österreich springt ein. Am 14. Dezember 2009, genauer gesagt in der Nacht zu diesem Montag, kurz vor Öffnung der Bankschalter, übernimmt die Republik die Hypo. Seither häufen sich neue Verluste auf. Insgesamt muss der Steuerzahler bisher 5,5 Milliarden Euro in die Bank einschießen. Im Oktober 2014 schlägt der Hypoalpe Adria das letzte Stündchen. Ruhe in Frieden, Hypoalpe Adria. Aus der Bank wird eine Abbaugesellschaft, die Hetter. Und was bleibt von der Hypo? Außer Löchern im Budget, großen Löchern im Budget, jede Menge rechtlicher Auseinandersetzungen. Die Ex-Banker Kulterer, aber auch sein ehemaliger Kollege Striedinger, sowie der frühere ÖVP-Politiker Josef Martins müssen hinter Gitter. Da sind sie nun noch immer. Zahlreiche Verfahren wegen diverser Kreditvergaben sind anhängig. Insgesamt gibt es zu diesem Zeitpunkt 154 Beschuldigte. Neben den strafrechtlichen Prozessen gibt es auch jede Menge zivilrechtlicher Streitigkeiten. Die BayernLB hat die Republik geklagt, die Republik hat die Bayern geklagt, die Bayern haben die Hypo geklagt und vice versa. Und vom Verfassungsgerichtshof gibt es auch einige Prozesse wegen des Schnitts der Gläubiger. Und wer ist schuld? Das soll der U-Ausschuss jetzt klären. Da wird es um die politische Verantwortung gehen.